Keine Sorge, ich mach schon nichts. Also, wie gesagt, herzlich willkommen erstmal zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und wir machen heute weiter mit dem Bossfight um Lambeth. Das ist so das große Ziel. Wir wurden zu einer Schlacht um diesen Bezirk herausgefordert. Ja, dann machen wir das doch mal. Komm, let's go. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen was besser läuft als beim letzten Mal. Mr. Cletus Strain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Achtung, ist ein bisschen sadistisch. Na, das kriegen wir trotzdem schon irgendwie auf die Reihe. Den holen wir uns, den Jungen. Versuche ich zumindest. Weil Level 4, wir sind Level 5, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Aber wie gesagt, das heißt Assassin's Creed ohne Probleme. Bei mir vor allen Dingen. Komm her, mein Dickerchen. Nieder mit den Blighters! Ja, Level 3er, Level 4er, das ist alles gut bisher. So, kommst du jetzt oder was? Oder was? Da muss einer rumlaufen. Hier hinten ist noch einer. So, die junge Dame. Oh, da kommt noch eine ganze Gruppe. Und nochmal. So, jetzt ist mein Ziel. So war's das. Erledigt. Ja, gut, man muss erst die Verteidigung sprechen, bevor man da irgendwie auch dran kommt. Aber das Gebiet gehört dazu. Ladies and Gentlemen, wir sind Jacob und Edie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Geschafft. Gebiet gehört uns. So. Also, Lambeth ist erobert. Wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen was geschafft heute. Das ist immer das Gut immer. So. Ah, Fähigkeitsgut. Okay, perfekt. Dann haben wir nämlich jetzt auch die Möglichkeit, ein bisschen was so aufzubauen. Ich hoffe, dass ich jetzt vom Level her nochmal ansteige. Warte mal. Jetzt haben wir nämlich 4 Fähigkeitspunkte. Das ist immer gut. Das heißt, ich kann jetzt mal noch mal kurz einen ordentlichen Schub leveln. Was haben wir hier? Adrenalin erhalten. Aber es reicht nicht, um Level abzukriegen. Ernsthaft? Ach, investieren Sie 3 Fähigkeitspunkte, um das 6. Level zu erreichen. Okay, da steht noch was drunter. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 3 Fähigkeitspunkte. Habe ich jetzt nochmal einen gekriegt, oder was? Nö. Okay, das war nur das alte Dings noch. Okay, perfekt. Ach, hier ist noch ein Feind. Versuch nicht von... Doch. Du bist hier falsch. So, dann haben wir Lambeth erobert. Komplett. Ist nochmal irgendwie eine Glocke oder so, aber das ist ja auch nicht gerade. Dann suche ich hier nochmal das Geschäft auf, weil ich brauche mal eben kurz noch ein bisschen Nachschub an Zeugs. Das muss immer noch eine Glocke sein oder so. Ja, super. Bist du auf Ärger aus?
Ja, ein bisschen, ne? Komm her hier. Hier ist auch noch irgendwo was. Was ist denn da oben? Ach, da oben ist so ein. Da ist noch ein Hexglitch, ha? Huh? Eine goldene oder sowas. Wie auch immer. Ich brauche mindestens Level 6, um zumindest die Chance zu haben, den Boss noch zu holen. Ich das ist mein Ziel eigentlich auch nur ein bisschen. Heute, aber. Oh, Lemmis Award. Dann gucke ich gerade mal, yo, wo ist denn der Hades-Glitch hin? Ist der unten unter uns? Ne, der ist hier hinten. Ach, herzhaft. Das Problem ist, sind nicht immer so einfach direkt zu erreichen. Hab dich. Hab dich nicht. Verdammt. Achso, das ist so ein Gemeinschaftsglitch. Okay, das ist nichts Dramatisches. Warte, hier unten ist noch ein Gegenstand. Auf geht's. Ich helfe immer. Schöner Tag, um etwas Blut zu vergießen, nicht wahr? Ich hab'n. Ja, perfekt. Dann haben wir eine Rauchbombe erholt. Gut, viele Feinde sollten jetzt hier nicht mehr rumrennen. Ich muss mal kurz noch in das Geschäft, weil ich, wie gesagt. Dachtest du wirklich, ich sehe das nicht? Nö. Lass mich in Ruhe. Hier mal her. So, kann ich meinen Vorrat hier mal komplett auffüllen? Alles auffüllen, ja. Kostet 490. Und damit haben wir wieder. Kommen Sie bitte wieder, ja? Ja. Sorry, ich muss mal hier raus. So, dann haben wir nämlich alles erobert. Beziehungsweise alles gemacht. Wie schlafen wir da noch? Ach ja, das zeigt gut. Wir haben noch gerade mal 7 Minuten oder so die Folge gerade gemacht. Na gut, dann müssen wir heute mal gucken, was wir noch als nächstes machen. Hier ist noch irgendwas mit N. Kurz Sympathisanten mit Weihnacht. Und hier ist immer noch dieser Big Boss. Der fehlt halt immer noch. South Park. Ja, ich weiß, ich muss daran. Die Olle fehlt mir noch. Die. Dann hätten wir sie komplett. Ach, ich kann's versuchen, mein Gott, aber das ist es. Ich probiere es einfach nochmal. Komm. Na, machen wir halt immer nur Bossfights. Ich glaube, ein Level bin ich eh drunter. Es fehlt halt immer noch ein Level, ne? Mir fehlt halt South Park. Lemmis haben wir jetzt komplett erobert. South Park ist das nächste Teilgebiet. Dann versuche ich nochmal ein bisschen mit dem. Ja, wenn wir das hätten, ey. Wenn wir das Gebiet hätten. Es fehlen halt immer noch 3 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen ja irgendwann wieder nur Stahl komplette Mission machen. Wo sind da hin? Ist ja eine goldene Kiste, das ist immer gut. So, dann nehmen wir die mal mit kurz an. Achso, das ist hier die Fabrik, ne? Die wir mal irgendwie mal erobert haben. Ja, klar, das ist halt. Klar, okay. Ich gehe mal kurz eben rein. Moin. Die brauchen wir nicht mehr. So, gucken wir gerade, wo die Kiste ist. Die ist oben wahrscheinlich, ne? Ja, geil. Oder ist sie hier? Moin. Wo sind die jetzt hin? Ernsthaft, ist sie wirklich oben jetzt? Ja, die ist oben, tatsächlich. Na gut, ist ja kein Problem. Wir sind ja Assassine, wir können ja da ohne Bombe mitnehmen. Ach, das ist deswegen ist die. Ja gut, die ist eben, haben wir ja schon mal gehabt, ne? Wir können ja Schlösser knacken. Nehmen wir das mal mit. Seltene Material, was haben wir gekriegt? Ein Messingschlagring. Moment. Ich guck mal gerade wegen, ob der irgendwie mir was bringen würde.
Die Frage ist, ob wir vom Level her hochkommen können. Also zumindest nicht vom Level her, sondern vom Angriff her. Das sieht aber nicht so aus, als würde ich jetzt irgendwie groß was. Alles Level 7, ja. Wir sind jetzt Level 5, das ist das Problem an der Sache. Stahlschlagring. Betäubung, Tödlichkeit. Ja, nichts Wichtiges tatsächlich. Schade. Okay. Gut, das haben wir ja mal erobert, das weiß ich, da erinnere ich mich dran. Sorry, ich muss hier mal durch. Er arbeitet sowieso für mich. Was macht ihr da? Du sagst uns, wo Bronson hin ist. Zu Hilfe! Geh mal weg. Dieser Weg endet nicht gut für dich, Kumpel. Bitte nicht. Ich flehe euch an. Ja. So. Was macht ihr da? Die sind schon längst weg. Hier ist noch was. Okay. Was haben wir hier? Gepresste Blumen. Ach, die müssen wir tatsächlich sortieren. So, ich gucke mal gerade. Ach. Muss man gerade gucken. Ob wir die. Das Problem, ob wir die herkriegen, ne? Ja, ich will die alte gerne irgendwie nur noch mitnehmen. Das ist das Ziel, das große. Ja, ich müsste tatsächlich auch wieder für eine Nebenmission machen, aber es fehlt halt. Haben wir dann irgendwo noch Gebiete, die wir noch nicht, die wir so einfach mitnehmen können, vom Level her? Alles Level 6er, hä? Was haben wir hier? Ah, da müssen wir jetzt die Level haben, okay. Das ist hier oben. Achter. Ah, okay. Ja, da müssen wir leider erstmal alles nur ein Level holen. Okay. Das war wohl schon das Teilgebiet, aber ich brauche die alte hier. Ich muss das Ding, will das Ding eigentlich gerne zu haben irgendwann. So, hier ist nochmal ein Laden. Ja, hier ist ein Käufer, genau hier hinten. Kommen Sie, sehen Sie sich meine Waren an. Hast du denn irgendwas für mich? Ich habe alles natürlich voll, ne? Gut, trotzdem, dann machen wir doch heute jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann probieren wir es nochmal mit der Jagd dort vorne. Also dann versuchen wir uns die alte nochmal zu holen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Assassin's Creed Syndicate.